Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder viele einzelne kleine Telefonate mitgebracht, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, aber zusammengefasst doch ziemlich aufschlussreich darüber sind, was wir da für Menschen am Telefon haben. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen neuen Telefonaten. Ja, hallo? Hallo? Herr Leon, jetzt habe ich gerade mit meiner Chefin gesprochen, ja? Mhm. Es geht um Toxikof. Also heute kann ich 11 Packungen schicken und morgen dann also 6 Packungen. Mhm. Geht es? Mhm. Also das bedeutet, 7 Packungen bezahlen Sie, 4 Packungen geschenkt. Insgesamt diese 11 Packungen kostet 356,34 €. Ja. Das ist gut für Sie. Mhm. Okay, dann ich brauche Ihre Adresse. Können Sie mit Postleitzahl beginnen? 12055. Bitte nochmal 11. 12055. Entschuldigung, 11 oder 12? Na, 12. Ja, weiter? 055. 055, das ist Berlin, ja? Ja. Und die Straße, wie lautet? Braunschweiger Straße. So, Moment. Die erste Buchstabe ist B wie Dora? Nee, Braunschweiger Straße. Also B wie Bertha, ja? Braunschweiger Straße, welche Nummer? Ja, ist die 188. 188, okay. Okay, 188, ne? Mhm. Da, Moment, 188. Ist das ein Familienhaus oder Privathaus? Nö, das ist so Miete. Das ist Miete, ne? Moment. Und Ihre Name steht im Briefkasten, Ihre Name? Ja, und an der Klingel auch. Aha, Moment. So, also jetzt ich wiederhole, ne? Ihre Adresse, bitte prüfen Sie bitte, ob ich alles richtig geschrieben habe, ne? Also, Moment, Brau, warum macht das? Mhm. Und Ihr Name steht im Briefkasten, ja? Sie haben mir gesagt, dass, also gut, also Braunschweiger Straße 188, richtig? Ja. Postleitzahl ist 12055. Ja. Das ist Berlin, ja? Gut. Mhm. Und lieber Herr Leon, Sie bestellen heute 11 Packungen, ja? Toxikof kostet 356,34 €. Okay, ja? Ja. Das bedeutet, 7 bezahlen Sie, 4 bekommen Sie geschenkt, ne? Mhm. Und Ihr Name Leon, also Spritzschlüpfer, na, steht im Briefkasten Ihr Name, Vorname, Nachname? Ja, vor der Nachname steht Spritzschlüpfer. Okay, und ich brauche dann Ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer, haben Sie das? Nee, ich habe bloß Festnetz. E-Mail-Adresse keine? Nee, sowas benutze ich nicht, nee. Und Handynummer auch keine? Nee, sowas benutze ich nicht. Ich habe nur mein Festnetz. Aha, okay, dann, lieber Herr, dann also, wenn Sie also E-Mail-Adresse dann geben oder immer also Handynummer, dann ich kann Ihnen Informationen schicken, Link schicken, um zu zahlen. Ne? Dann also Sie haben dann keine Möglichkeit online bezahlen, ja? Dann Sie können bei Post bezahlen. Wenn das Paket kommt, ja, dann bezahlen Sie, ne? Mhm. Dann Sie werden vom Post informiert, ja, Sie bekommen einen Zettel an Ihren Briefkasten, dort wird Postadresse geschrieben, ne? Mhm. Also dann können Sie, wenn Sie zu Hause sind, können Sie direkt dem Kurier bezahlen, dann das Paket nehmen, okay? Mhm. Aber wenn Sie dann nicht zu Hause, man muss dann zur Post gehen, dort bezahlen, dann das Paket nehmen, okay, ja, für Sie? Ja. Lieber Herr, aber warum habe ich im Google Karten gefunden so? Braunschweiger Straße, also 188, ja, Sie haben mir gesagt. Genau, ja. Das ist eine Wohnung, die und Sie mieten, ja, diese Wohnung? Ja. Aha. Und im Briefkasten, also steht Ihr Name und Vorname, Nachname oder Nachname? Nein, Nachname. Okay. Gut, dann, lieber Herr, dann bitte verpassen Sie bitte nicht, ja, diese SMS oder also Link vom Post, ja, also dann, Sie werden informiert und seien Sie bitte aufmerksam.
Ja. Und ich wünsche Ihnen gute Resultate. Ja, ich bin sicher, Ja. dass Sie sehr zufrieden bleiben, lieber Herr. Alles Sehr klar. glücklich sein, ja, und alles Gute. Danke für Ihre Zeit. Haben Sie verstanden? Ja, 11 Packungen, 356 € oder 34 Cent. Nächste Woche bis Freitag bekommen Sie, ja, Ja. dieses Paket. Gut. Alles Gute, dann schönen Tag noch. Tschüssi. Tschüssi. Ja, also das war tatsächlich die Mitarbeiterin aus unserem letzten Video, das letzte Gespräch. Dort haben wir noch eine Großbestellung aufgeben wollen, die wir jetzt hier tatsächlich fertig gemacht haben. In dem letzten Video hatte ich gefragt, ob ich nicht 17 Packungen bestellen kann. Das Ganze wurde hier auf 11 Packungen reduziert. Also mal ganz davon abgesehen, dass man ja meinem Wunsch mehr oder weniger nachgekommen ist, mir mehr zu versenden, ist das hier, naja, kein seriöses Produkt, was man zuschickt. Die Adresse, die ich denen genannt habe, ist übrigens auch nicht seriös. Und genau deswegen folgt jetzt gleich das nächste Gespräch mit wieder dem gleichen Callcenter. Schönen Ja, guten hallo. Tag. Ja. Hallo, Ja. Entschuldigung Sie bitte. Jetzt haben wir gerade also über Toxikow gesprochen, ja. Und lieber Herr Leon, ich habe in Google Karte also Ihre Straße gefunden, aber die Nummer zeigt mir falsch. Warum? 188 oder ich habe vielleicht falsch geschrieben, weiß nicht. Also 180 habe ich gefunden, 188 zeigt mir nicht. Wir sind im gleichen Haus. 188, ja? Ja, ist das gleiche Haus. Und 80? Na, in dem gleichen Haus da ist es. 80, ja, aber 80 habe ich gefunden. Ja, aber 188 steht an der Tür. Ach so, dann also, dann wenn ich ach 180 schreiben, dann das gut, ja, es geht, Nee, oder? das nicht. Denn ist ja Ja? falsch. Aha, 88 muss man schreiben. 188. Aber warum zeigt nicht, weiß nicht, warum zeigt nicht dann Weiß auch 88? nicht. Steht ja an der Tür. Braunschweiger Straße, 180 gibt es, 186 gibt es, aber 88 gibt es nicht. Warum? 188. Ja, 188, ja, Ja, richtig? genau. Vielleicht gibt es Strich und noch eine, also weiß nicht. Oder ist so einfach. Ist so. 188, ja. Und Ja. haben Sie schon etwas bekommen an diese Adresse vom Post? Ja, noch klar. Ja? Na, alles Gute dann. Probieren Okay. wir. Okay, alles Gute, ciao. Tja, na, da bin ich ja mal gespannt, ob das Paket ankommt. Natürlich nicht. Die Adresse existiert schlichtweg nicht. Super. Sagen Sie, machen Sie einen Lattenschuss? Hallo, grüß Gott. Ich möchte gerne mit Leon Spritzschluss. Ja, das ist dann so ein Gespräch, was ziemlich früh am Morgen gewesen sein muss. Ja, die Mitarbeiterin hat jetzt hier gleich aufgelegt, aber sie ruft direkt nochmal an. Hallo? Ja. Ich möchte gerne mit Leon Spritzschlüpfer sprechen. Ja. Herr Leon, grüß Gott, ich bin offizieller Vertreter des Herstellers von Produkt Toxikow. Gestern haben wir zusammen gesprochen. Leider habe ich am Anfang Ihre Adresse nicht also gefunden, dann gefunden. Aber das ist nicht Wohnung, sondern Arbeitsort. Ja, richtig. Nee. Sie arbeiten oder wohnen? Da wohne ich. Wohnen. Können Sie noch einmal Ihre Adresse wiederholen, damit richtig wäre? Nee, also wenn Sie Können zu Sie noch doof einmal? sind, eine Adresse einzugeben, dann hat sich's für mich erledigt. Schönen Tag noch. Tja, also dieses Callcenter will es ja wirklich mit der Adresse wissen. Die hat es jetzt tatsächlich wieder versucht und wird es gleich wieder versuchen. Hallo? Was denn? Wollen Sie Ihre Bestellung? Das bedeutet, bei mir steht Oh, Adresse komm, 1, 2. Mäuschen, halt mal jetzt deine Schnute. Ey, es ist Sonntag. Sag mal, was ist denn bei dir Ach. nicht richtig? Ja, und dann habe ich vergessen noch zu erwähnen, Sonntagmorgen. Also ich habe dann aufgelegt. Also ja, also ihr merkt es ja selbst. Sie ruft in einer Tour immer und immer und immer wieder an. Im Übrigen kann ich euch das nächste Gespräch, was ich euch eigentlich zeigen wollte, leider nicht zeigen. Ich bin ein kleines bisschen ausgeflippt, nachdem sie dann nochmal angerufen hat.
Weil auf einem Sonntag so ein Telefonterror zu veranstalten, währenddessen man eigentlich seine Ruhe haben wollte. Und die hört und hört nicht auf und ruft immer wieder an, obwohl ich ihr jetzt x-mal gesagt habe, jetzt reicht's langsam. Ja, hat es halt nicht verstanden und trotzdem wieder angerufen gehabt. Naja, und das kann ich euch leider nun nicht zeigen. Hoppala! Ja, bitte. Guten Tag, mein Name ist Arif Dilek, Firma Geberich. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Sie wollten gestern bei uns eine mittelfristige Gesundheit bestellen und haben die Anschrift, also gesagt, aber wir können diese Anschrift im System nicht finden. Darf ich das überprüfen, wenn es möglich? Also Sie haben... Hat Ihre Kollegin gestern schon 20 Mal getan. Die Adresse ist richtig. 12055 Berlin, Grünwalder Straße. Wie gesagt, das hat Ihre Kollegin schon gestern extrem oft getan. Die Adresse ist richtig. Wenn Sie zu blöd sind, die Adresse richtig einzugeben oder Ihr System scheiße ist, hören Sie auf, mich zu nerven. Es außerdem, davon abgesehen, ist heute Sonntag. Entschuldigen Sie. Verticken Sie jetzt einfach die Scheiße oder lassen Sie es. Aber nerven Sie mich nicht weiter. Schönen Tag, meine Damen. Schönen Tag. Der absolute Kracher. Angerufen haben sie trotzdem nochmal. Dieses Mal ein anderer Kollege. Nach dem kleinen Ausflipper. Hatte sie wohl dann keine Lust mehr anzurufen und hat sich Verstärkung gerufen, dass der uns jetzt hier belästigt und nochmal anruft. Aber der hat's jetzt dem Anschein nach verstanden, dass ich heute echt keinen Bock mehr auf den Mist habe. Also, ich sag mal, was bilden die sich eigentlich ein? Ich meine, wenn ich als einmal am Telefon ausgeflippt bin und hab gesagt, es ist Sonntag, lasst mich in Ruhe. Warum ruft man dann nochmal an und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal? Also sei es, selbst wenn die Adresse falsch ist im System. Wenn der Kunde aber sagt, ich will heute meine Ruhe haben, nervt mich nicht auf den Sonntag. Also ich meine, auch mal davon abgesehen, welches normale Callcenter telefoniert auf einen Sonntag? Richtig. Kein normales Callcenter telefoniert auf einen Sonntag. Außer es ist Kundenservice, wo ich anrufe, wenn ich mich auskotzen will. So rum ist auch richtig, weil in der Woche hat ja auch keiner Zeit für so einen Krempel. Also sollte der Kundenservice schon auf dem Wochenende auch auf sein, aber die Verkaufshotlines eigentlich nicht. Also es ist absolut untypisch. Und vor allem dann so penetrant und dann auch schon den ganzen Vormittag noch. Tja, da muss man halt mit der Reaktion leben. Ausländerbehörde? Ja, guten Tag. Also Herr Spitzschlüpfer? Spitzschlüpfer, ja. Ja, ich sehe, dass Sie sich bei uns registriert haben, bei unserer Investitionsplattform, ja? Hat doch schon einer angerufen. Was? Haben doch schon mehrere angerufen. Ja, und wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren oder nicht? Nee, ich denke nicht, weil das war alles unseriös. Ja, aber haben Sie wahrscheinlich etwas nicht richtig verstanden, wie unser Business-System überhaupt funktioniert? Die meisten Leute da angerufen haben und nur das Geld klauen wollten. Nein, es geht nicht um Klauen. Doch. Es geht um Austausch von Gewinn. Nee, das geht einfach nur von Diebstahl. Das ist einfach nur Diebstahl, nämlich. Ihr klaut die Kohle und seid weg. Was haben Sie eigentlich von wahrscheinlich anderen Firmen gehört? Ich meine, ich kann Ihnen alles noch einmal erklären. Nee, also ich glaube nicht, dass die anderen 1000 Firmen, die da vor Ihnen angerufen haben, einen Unterschied zu Ihnen machen. Weil ich meine, ich sage nicht, dass unsere Firma besser ist. Ich habe versucht zu sagen, nee, nur die anderen sind böse. Nur ich bin nicht böse und dann wollen sie doch das Geld klauen. Ja, niemand hier ist böse. Ich sage nicht, dass unsere Wettbewerber schlimm sind. Ja, okay, danke schon fürs Gespräch. Tschüss. Schäm dich. Na gucke, dem haben wir ja wenigstens gleich von Anfang an auch mal die Wahrheit gesagt, so wie es eigentlich sein sollte. Immer wieder unverschämt, wie die einfach anrufen, wie die davon ausgehen, dass man das unbedingt haben will, nur weil man sich da eingetragen hat. Es ist immer wieder, naja, nett mit diesen tollen Menschen, die man da an der Leitung hat. Ja, bitteschön. Was denn? Hallo? Ja, was denn? Grüßen Sie, Herr Steiner. Was möchten Sie denn? Hören Sie mich? Ich höre Sie, ja, was möchten Sie denn? Ich bin Bianca Sauer von Ihrem Handelskonto. Ist alles gut bei Ihnen? Was ist denn für ein Handelskonto? Ja, genau. Sie haben schon ein Konto eröffnet und aktiviert? Ich habe gefragt, was denn für ein Handelskonto? Nochmal? Ich habe gefragt, was denn für ein Handelskonto? Sie haben schon ein Konto aktiviert bei uns mit unserem Broker? Nee.
Was wollen Sie machen mit diesem Konto, das Sie hier haben? Gar nichts, ich will kein Konto. Tja, und die hat uns zumindest wenigstens noch bewiesen, dass es ja nur eine Betrügerin sein kann, weil sie hat dann jetzt hier an dieser Stelle einfach aufgelegt, ohne weiterzusprechen. Ja, also eine normale Firma hätte sich jetzt, glaube ich, eigentlich normalerweise anständig von euch verabschiedet. Das können die Betrüger alle irgendwie immer nicht. Weiß ich nicht. Schon beeindruckend, wie nett diese netten Menschen zu uns sind, um uns Trading-Produkte zu verkaufen. Naja, aber immerhin hat sie hier nicht weitergebohrt und einfach aufgelegt. Tja, das Negative ist wenigstens auch gleich das Positive. So kann sie wenigstens nicht noch die Leute belästigen. Ja. Hallo. Hallo, schönen Tag, ist Paul Schroeder von Globales Finanzmarkt. Spreche ich mit Martin? Können Sie mal da im Hintergrund die Diskothek ausschalten? Hallo. Bitte? Können Sie da mal die Diskothek ausschalten? Was für eine Diskothek? Ja, der kracht da aus dem Hintergrund. Vielleicht das hören ja Sie etwas. Reine Diskothek. Ja, das hört Ihnen ja vielleicht. Was? Warum denken Sie darüber? Sie müssen nur. Ich verstehe kein Wort. Das ist so laut bei Ihnen. Warum? Warum denken Sie darüber? Sie müssen nur sich selbst denken, ja? Ich verstehe über nichts. Eigene Investitionen denken. Dass was? Sie bis heute gar keine Konto haben. Ich kann Sie nicht hören. Die Musik ist lauter als Sie. Jetzt hören Sie mich. So hat das Gespräch keinen Sinn. Schönen Tag noch. Tja, ja, in diesem Telefonat ist wieder ziemlich viel rausretuschiert. Die, ja, unwahrscheinlich laute Musik im Hintergrund. Das nette Pusten, was er hier gleich am Anfang in den Hörer reingefurzt hat, ich weiß auch nicht, es war so laut, da hätte man am liebsten gleich seine Kopfhörer weggeschmissen. Es ist nett. Aber wir haben den jetzt hier gleich nochmal dran. Er ruft weiterhin an, um uns irgendwas zu verkaufen. Ja. Schönen Tag, ist Paul Schroeder von Globales Finanzmarkt. Hallo. Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Spreche ich mit Herrn Martin? Nee. Dann mitspreche ich das, darf ich das wissen? Nein, nicht mit Herrn Martin. Dann sind Sie wohl gleich verbunden. Dann mit wem spreche ich? Na, nicht mit dem Herrn Martin. Mit wem Sie dann sprechen? Ja, dann aber egal. Mit wem? Ja, ja mit wem? Das ist doch egal, Sie möchten doch scheinbar nicht zu mir. Das ist überhaupt nicht egal, weil bei Ihnen, bei uns steht diese also Daten unter Martin. Ist aber falsch. Hier gibt es keinen Herrn Martin. Das kann einfach nicht falsch sein. Ich verstehe also, lieber Martin, dass Sie einfach gelangweilt waren. Ich bin nicht Herr Martin. Telefonaten. Ich wünsche Ihnen noch einen Herr schönen Martin, Tag. Ja, auf Sie waren einfach auf gelangweilt von solchen Telefonaten. Aber Sie können also bis zu Ende mich hören, ja, und damit Sie können Ihr Probleme lösen, ja, um nicht mehr Anrufe zu bekommen. Hallo. Da haben wir wieder einen von den ganz besonders netten Betrügern an der Telefonleitung gehabt, der überhaupt nicht aufheuern wollte zu erzählen. Toll. Also ich meine, wenn er einen mit einem Vornamen anspricht, dann kann er nicht die Person meinen, die er meint. Also zumindest nicht Herrn Martin. Den gibt's da definitiv nicht. Tja. Wenn die den Vor- und Nachnamen jedes Mal vertauschen, sind sie ganz einfach selber schuld. Sie haben mich nicht mit meinem Namen angesprochen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die tatsächlich so reagieren, wenn man sie falsch mit dem Namen anspricht. Dann existieren sie halt nicht. Weil wenn man den Namen falsch vorliest, dann kann man ja auch nicht gemeint worden sein. Ist einfach nun mal ein Fakt. Natürlich muss man sich da nicht so kleinlich haben und man hätte sich dann mit irgendeinem Mitarbeiter da unterhalten können. Aber wir wissen ja auch ganz genau, was wir da für Menschen haben. Naja, und davon abgesehen, die Telefonate, die ich hier aufzeichne, die zeichne ich halt eben auch immer zwischendurch auf, zwischen Tür und Angel, unterwegs, egal was ich gerade mache, es ruft ja immer irgendjemand an und ich habe halt auch nicht immer Zeit, um mit denen zu sprechen. Und dann kürze ich das Ganze halt so ab, damit der Betrüger eigentlich aufhört, aber irgendwie kommen dann solche Videos hier wieder zustande, wo man ganz eindeutig erkennt, dass das mit rechten Dingen dieser Firma definitiv nicht zugeht. Weil warum benimmt man sich denn so? Und, tja, weiß ich nicht, immer stur mit dem Kopf durch die Wand. Typisch Betrüger. Ja? Herr Vorhausschneider? Was? Guten Tag, Herr Vorhausschneider, ja? Ja. Herr Mark.
Ja, guten Tag, mein Name ist Luis Keller und ich rufe von Enduring Marketplace von. Das ist eine internationale Investmentgesellschaft. Und ich sehe, Sie haben vor kurzem mit dem Software-System Bitcoin Profi 2 angemeldet. Ist das richtig? Nee. Aber warum? Ich rufe von dem Handelsplattform. Sie haben jetzt sehr gute Möglichkeit, ein passives Einkommen machen. Ja, und? Und ich möchte Ihnen sagen, dass Sie sehr gute Möglichkeit, ein passives Einkommen machen. Und jetzt, ich kann Ihnen erzählen, warum Sie haben diese Möglichkeit. Interessiert mich aber nicht. Wie bitte? Interessiert mich nicht. Aber warum Sie haben kein Interesse? Das ist eine sehr gute Möglichkeit, wie habe ich schon gesagt, ein passives Einkommen machen. Und ich kann Ihnen erzählen, wie das funktioniert. Ja, das dann machen Sie doch Ihr Einkommen damit. Dann machen Sie doch Ihr passives Einkommen und dann können Sie doch zu Hause bleiben. Brauchen Sie die Leute nicht anrufen. Mhm. Sehen Sie, ich brauche nicht so viel Zeit. Sie müssen nur mich hören. Und das alles. Ich muss überhaupt nicht. Wovon ich spreche, natürlich. Ja, sehen Sie. Ich brauche nicht so viel Zeit, 2 Minuten und das alles. Ja, und? Auf unserer Plattform, Sie haben Möglichkeit mit unseren Finanzexperten und automatisches System handeln. Hören Sie mich jetzt aufmerksam, weil ich schneller höre. Ich ja, wie gesagt, spreche. Interessiert mich ja nicht. Sie, aber warum können Sie sich ersparen? Interessieren auf dem passiven Einkommen? Nee. Zum Beispiel, ich finde und, nein, ich weiß, dass auf dem Deutschland Sie zahlen so viel Rechnungen. So viel Woher wissen Sie das denn? So viel Zahl von Ihrem Geld gilt auf dem Stromrechnung und Wasserrechnung und Gasrechnung. Mit diesem mein Strom kostet mich überhaupt diese nicht. Diese Rechnungen zurückzahlen. Mein Strom kostet mich überhaupt gar nichts und Wasser auch nicht. In diesem Fall Stromrechnung und Gasrechnung. Sehen Sie? Nö, habe ich ja nicht. Ich möchte Ihnen erzählen. Hören Sie mich bitte. Ja, aber das interessiert mich doch nicht. Aha, und dann sagen Sie da nichts mehr. Okay, na gut, dann lege ich Sie auf meine Seite. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die tatsächlich immer penetranter werden und die Leute immer mehr nerven wollen. Also ich meine, man sagt dem schon von Anfang an, man hat da gar keine Lust auf das ganze Gespräch und er kann sich das überhaupt komplett sparen und klemmen. Ich will es nicht hören, es interessiert mich einfach nicht, was er zu sagen hat. Und der nette Mitarbeiter labert und labert und labert und labert und will unbedingt seinen Stuss da verkaufen. Dann fängt er an, mir irgendwas von Steuern und Kosten und so zu erzählen. Also was soll das eigentlich? Also was das soll, ist klar. Man will die Kunden überzeugen, beziehungsweise das Betrugsopfer ins Boot holen, damit das Betrugsopfer schön ordentlich wie ein Melkschwein alles bezahlt. Was anderes ist es nämlich nicht. Tja, aber es ist auch das Perfide an der ganzen Geschichte. Die erzählen euch, ja, die Rechnungen sind ja so teuer in Deutschland und ihr zahlt ja so viel und jetzt habt ihr die einmalige Gelegenheit, so richtig fett Geld zu sparen und nur bei ihm. Und wenn ihr jetzt da in dieses tolle Produkt investiert, dann werdet ihr danach so reich, dass ihr alle Rechnungen bezahlen könnt. Na, ich glaube, eher andersrum ist es der Fall. Wenn man dem sein Geld gibt, dann hat man nicht mehr genug Geld, um seine Rechnungen zu bezahlen unter Umständen. Also kann zumindest passieren, wenn man jetzt beispielsweise Hartz IV oder Bürgergeldempfänger ist und sich denkt, ach ja, ich muss ja hier so viele Mahnungen noch bezahlen und jetzt ruft so einer an und dann freut man sich da, dass so einer anruft. Ich glaube eigentlich nicht. Da sollte man definitiv die Finger von lassen, wenn man solche Firmen an der Telefonleitung hat. Ja, bitteschön. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Martin Ander? Ja. Gut, Jonas Decker hier von DFOT. Sie haben sich angemeldet bei uns wie Bitcoin Profit Play? Stimmt das? Nee. Kein Interesse mehr? Ich habe mich nicht angemeldet. Also, Dankeschön. Auf Wiederhören. Tja, theoretisch, wenn es ein Hoppala war und nur aus Versehen angerufen wurde, dann sollte sich das Ganze genau so anhören. Das Problem ist, dass der aber vorhatte, mir jetzt hier Geld abzuknöpfen. In demzufolge wird das Ganze trotzdem ein illegaler Werbeanruf, selbst wenn er es nett gemeint hat und nett klingt und, naja, relativ fröhlich hier an der Telefonleitung war. Illegal bleibt trotzdem. Man darf einfach nicht so die Leute anrufen. Tut man es trotzdem, tja, missachtet man einfach schlichtweg den Datenschutz. Guten Morgen, Hallo? Meine Prinzessin. Hallo, guten Tag, Herr Geis. Hallo? Was möchtest du denn? Ich bin Madeline Smith von Blockchain System, Finanzabteilung, Herr. Hören Sie mich? Ja, schon, ja. Wir haben eine Bitcoin-Transaktion erhalten mit Ihren Daten, Herr. Aber leider ist es gefroren. Sind Sie zu Hause jetzt? Sie machen sich gerade höchst strafbar, was Sie da sagen. Wie bitte? Das ist Finanzbetrug, was Sie da machen.
Nein, ich rufe Sie von Finanzabteilung her. Ja, und das ist höchst strafbar, was Sie da gerade machen. Sie kommen da... Richtig, da ist wieder Geld eingefroren auf dem Finanzmarkt und jetzt möchte mir irgendeine fremde Person einfach dabei helfen, mir mein Geld wieder zu beschaffen. Vor allem ist ja immer witzig, dass die Kryptogeld, also Geld, was man nicht rückverfolgen kann, dass die ausgerechnet immer genau das Geld finden von einem, was zu einem ja gar nicht zugeordnet werden kann. Also ich verstehe es einfach nicht. Die rufen die Leute an und erzählen, ich habe Kryptowährungen gefunden auf dem Finanzmarkt, du kriegst jetzt hier noch Geld in Form von Bitcoin und jetzt, ja, der Rest ist ja Betrug, ist ja ganz klar, aber trotzdem, wie kann der mich gefunden haben, wenn es Bitcoin oder sowas ist? Das ist ja kompletter Bullshit, denn Kryptowährung ist vollkommen anonym, da kann man mich nicht so einfach finden. Tja, aber die erzählen hier jedes Mal die Geschichte und das tolle Märchen davon, dass Geld gefunden wurde auf dem Finanzmarkt und dass man euch jetzt hier helfen möchte, das Geld wieder auszuzahlen. Dass man hier nur an eure privaten Daten rankommen möchte und noch ein bisschen mehr Geld in Form von irgendwelchen Bearbeitungsgebühren, sollte eigentlich klar sein. Hallo, spreche ich mit Frau Hautschneider? Ja. Ich bin Andreas Bachmann und ich rufe Ihnen bezüglich Ihrer Anfrage an Bitcoin-Ära. Andreas Bachmann. Genau. Sagen Sie mir bitte, haben Sie die Werbung angeschaut? Was hat Ihnen eigentlich gefallen? Weiß nicht, welche Werbung denn? Bezüglich automatisierter Handelprogramm. Das ist schon gefühlte 1000 Jahre her. Mhm. Und haben Sie probiert, in so solchem Bereich zu verdienen? Nö. Haben Sie nicht? Nö. Wie ich verstehe, Sie haben sich früher angemeldet, weil Sie hätten Interesse am Internet Geld zu verdienen, aber warum eigentlich haben Sie sich gegen entschieden? Ja, weil das alles unseriös war, was da so kam. Mhm. Und können Sie mir bitte mitteilen, was eigentlich unseriös war? Ja, wozu sollte ich? Ich fand das da halt alles unseriös und dann habe ich es gelassen. Was wurde eigentlich unseriös? Ja, das ist doch egal. Ich empfand es als unseriös. Der Rest ist doch vollkommen Wurst. Ist für Sie unseriös, das Geld zu verdienen? Nee, aber die Webseiten, die dann da so aufgetaucht sind und die 1000 Anrufer, die sich so bis jetzt gemeldet haben, waren alle unseriös. Da rufen mich dann lauter Andreas Schneiders an und die haben alle eine Kakerlaken-Aussprache irgendwo aus dem Buchlu. Hauptsache einen deutschen Namen. Und genau so ist es. Hauptsache haben sie alle irgendwie einen deutschen Namen, aber rufen dann direkt irgendwo aus dem Untergrund an von Timbuktu, weiß ich nicht, hast du nicht gesehen. Schon immer wieder beeindruckend, was die sich so einfallen lassen, um an eure Kohle zu kommen. Ja. Hello, Mr. Leon, can you hear me? Also ja, der meint mich mit Mr. Leon. Can you hear me? Ja, ich kann ihn zwar hören, aber erstens ist er unfassbar leise, dass es mich nicht interessiert. Und zweitens bin ich nicht Mr. Leon, sondern Herr Leon Spritzschlüpfer. Und das heißt, ich möchte bitte schön mit Herrn Mr. Spritzschlüpfer angesprochen werden. Tja. Schon komisch, wenn die jedes Mal anrufen und dann nicht mal die Sprache können. Wie gesagt, ich trage ein, ich bin aus Deutschland, habe eine deutsche Telefonnummer, muss plus 049 vorher eingeben. Also warum geht das nicht? Warum können die nicht auf Deutsch sprechen? Seltsam. Ja. Schönen Tag, spreche ich mit Leo Spritzschlüpfer. Herr Spritzschlüpfer, sind wir parat, ja? Herr Leon, hier spricht Thomas. Nee, Herr Spritzschlüpfer, nicht Herr Leon. Herr Spritzschlüpfer. Ich habe verstanden. Ich kann nicht mit Vorname Ihnen sagen. Nö. Wir können uns ja nicht. Ja, und in diesem Fall hat das schon wieder dazu ausgereicht, dass der tolle Trading-Berater oder was auch immer er hier darstellen möchte, das Gespräch verlassen hat und hatte keine Lust mehr, sich weiter mit uns zu unterhalten und seinen Kram da zu verkaufen. Ich meine, erst spricht er mich mit meinem Nachnamen an, dann auf einmal doch mit meinem Vornamen, obwohl wir doch das Ganze schon geklärt haben. Und wenn ich ihm hier sage, dass ich das nicht in Ordnung finde, wird hier einfach direkt aufgelegt.
Tja, also die suchen scheinbar nur Betrugsopfer, die sich also auch noch duzen lassen. Schönen guten Tag. Hallo, Herr von Rauscheider? Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse am Finanzmarkt. Welches Interesse denn? Haben Sie sich registriert und ein Online-Konto gestellt? Wo denn? Im Finanzmarkt, bei unserer Werbung. Wo denn? Bei unserer Werbung. Ja, wo denn genau? Ich weiß noch nicht, welche Werbung Sie meinen. Ja, jeden Tag was im Briefkasten. Wir haben Bitcoin 360 Ei. Sagt mir jetzt so nix. Doch. Nee, so sagt mir das jetzt erstmal nix. Ich kann nichts mit anfangen. Was? Tja, schön, dass er noch irgendwas zum Schluss in sein Mikrofon genuschelt hat. Was genau, habe ich nicht verstanden. War auch jetzt nicht rausfilterbar. Auf jeden Fall war der hier scheinbar im Delirium und nicht richtig anwesend. Der kann ja nicht mal erklären, was er will. Schon interessant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen in nördliche Richtung, falls ja. Abonniert sehr gerne den Kanal, am besten gleich mit Klingelglöckchen. Denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr. Schaut hier gerne auch nochmal in die Playlist vorbei. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.